ein Reparaturbier par excellence für den Hangover jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt ein gutes Bier und könnt das die nächsten Minuten genießen. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video am Polish Beer Friday. Und ich habe es eben gerade schon ein bisschen angeteasert. Das heutige Bier ist ja so das klassische Hangover-Bier. Und jetzt reden wir davon, ja, das ist das Konterbier, Reparaturseidel, wie man in Österreich sagt. Oder ja, das Bier am Day After. Und offensichtlich haben sich das Pinter und El Brouwer auch gedacht, da gab es offensichtlich irgendeinen sechsten Geburtstag zu feiern. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was das genau für ein Geburtstag gewesen ist, aber es ist das Recovery IPA, also After Party Recovery IPA. Wenn ihr das mal seht, das hat so leicht, oder nicht leicht, das hat einfach so ein Hologramm-Etikett, das ist echt cool geworden. Und El Brouwer, die Hopheads from Poland und Brouwer Pinter, ja, da treffen sich tatsächlich schon die zwei Schwergewichte der polnischen Brauszene. An dieser Stelle sei noch gesagt, Anfang Juni, erstes Juniwochenende, 7. bis 9. glaube ich, Wrocław Beer Festival, da sind, glaube ich, Pinter und El Brouwer auch wieder mit dabei. Die haben ein bisschen ausgesetzt und sind bei dem Festival wieder mit dabei. Ganz, ganz geile Biere und vor allem Riesentypen und Stimmung an den jeweiligen Ständen. Afterparty. Jetzt können wir ja sagen, naja, da haben wir einfach mal ein lustiges IPA zusammengebraut. Ja, es ist ein Session IPA. Es hat 2,1 Volumenprozent, aber jetzt schaut mal da unten drauf. Das kann man fast ein bisschen verstehen. Da ist Vitamin C drin, da ist Salz drin und da ist Magnesium drin. Und da fiel mir dann immer ein, ja, wenn ich mal vielleicht so das ein oder andere Problemchen am Morgen nach einer durchgefeierten Nacht habe, trinkt man ja doch durchaus mal so eine Magnesium-Tablette, so eine Brausetablette löst man auf. Man trinkt vielleicht einen Orangensaft. Ich dachte immer, das wäre wegen dem Zucker, aber natürlich Vitamin C, das macht auch Sinn. Aber das Ganze kann man jetzt in Form von einem Bier haben. Das fand ich extrem geil. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. 2,8 Volumenprozent, 9 Grad Plato. Natürlich das Ganze ein bisschen schaumgebremst. Columbus Citra Centennial auf der Hopfenseite und Pilsner Malz, Pale Ale Malz ist drin und ich glaube Pilsner Malz, aber da tue ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer. Wie gesagt, aber Ascorbinsäure, Magnesium und ein bisschen Salz. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ein salziges IPA mit Vitamin C und Magnesium schmeckt. Um die Bottle Cap von El Brouwer. Also hat man es offensichtlich bei denen auch gebraut. Und dann schauen wir jetzt mal, was. Hui. Hey. Ui, aber aromatisch, meine Fresse. Ja, da ist zumindest mal sehr viel Schaum mit dem Spiel. Unten drunter eine schöne, ja, goldene, gelbe Farbe. Der Schaum, ja, doch recht kompakt, der da oben drauf sitzt. In der Nase. Es hat sehr viel so orange Mango und es hat auch so mineralische Töne, aber fruchtig ist tatsächlich so das Leitmotiv bei diesem Bier. Das finde ich insofern spannend, als das ist ja gar nicht so, also da muss schon einiges an Hopfen drin sein, Hopfen of Poland, bei El Brouwer passt das ja, aber ansonsten ist das ja mit 2,1 Volumenprozent doch eher ein bisschen schwachbrüstig, aber schauen wir mal, was man daraus machen kann. In diesem Sinne, cheers! Huh. Also es ist erstmal ein extrem schlankes Bier. Auf der anderen Seite, aber das habt ihr jetzt gerade schon gesehen, das hat richtig, richtig viel Kohlensäure. Das ist auch, glaube ich, schon so der erste Punkt, wo ich, wenn sich das nicht verbessert im Verlauf des Bieres, sagen muss, das ist mir echt fast ein bisschen too much. Es ist relativ trocken,
Dadurch treten so leichte, oh, es hat ein bisschen vom Magnesium, dieses Vitamin C und auch das Salzige. Das sind jetzt auf einmal Dinge, die treten doch sehr stark hervor. Man hat noch die Fruchtigkeit. Es ist tatsächlich, geht eher so in die Richtung ein bisschen Zitrusfrucht, ganz wenig Mango, aber auch so gräbfruchtig. Gräbfrucht ist da relativ viel mit dabei. Ganz leicht Melone auch. Also es ist schon sehr fruchtig, das ist spannend. Und es ist trotz alledem ziemlich schwach auf der Brust. Also es hat sehr, sehr wenig Körper, auch vom Mundgefühl her sehr wenig. Aber die Idee ist einfach sehr, sehr lustig, finde ich. Wie gesagt, ein bisschen Säure. Lustigerweise eine leicht ölige Textur, intensivste Kohlensäure, richtig, richtig kräftig. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich bei diesem Bier ein bisschen kritisieren könnte. Es verlieren sich dann auch dieses Magnesium, dieses Mineralische, was im Geschmack war, das verliert sich so ein bisschen hinten raus. Wahrscheinlich gewöhnt man sich einfach auch nur dran. Und wird dann hinten im Nachtrunk durch eine doch recht langhaltende Bittere ersetzt. Ich schaue jetzt mal, von den Bittereinheiten stand hier nichts drauf. Das hätte ich gesehen. Ich halte da ja immer ein bisschen Ausschau. Aber nein, von den Bittereinheiten ist da nichts. Ja, die Idee ist schon ziemlich genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nur gerade mal überlegen, wie man das Ganze jetzt tatsächlich geschmacklich einordnet. Auf der einen Seite würde ich jetzt für die Idee und allein dieses, ich scheiß mal fürchterlich aufs Reinheitsgebot, weil Vitamin C, Magnesium und Salz, ich glaube, da wird sich so manchem Hardcore-Reinheitsgebotler die Fußnägel aufstellen. Auf der anderen Seite, es ist jetzt vom Bier her, es ist überschaubar. Gut, es hat, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwach, natürlich mit 2,1 Volumenprozent auch entsprechend angelegt. Und da jetzt ein bisschen Fairness walten zu lassen, ich glaube trotz alledem, man darf die Idee dann doch nicht zu sehr in den Vordergrund stellen und sollte dann auch das Bier so bewerten, wie es ist. Obwohl ich, wie gesagt, einen Gagpunkt oder zumindest einen halben Punkt geben würde für das reine Bier von Ebrova und Brova Pinta. Für das Afterparty Recovery IPA gibt es 3,5 Punkte. Für das Recovery IPA, das Bier mit Vitamin C, Magnesium und Salz, um nach einem Hangover wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe leider keinen Hangover, vielleicht würde ich dann auch noch den Vierer ziehen. Aber so bleibt es dann, glaube ich, bei wohlverdienten 3,5 Punkte für dieses Bier. Mich würde interessieren, gibt es dieses Bier irgendwo in Deutschland, Österreich zu kaufen? Ich denke, ich habe noch eine Flasche und wenn es mir mal so richtig dreckig geht, werde ich die mal aus dem Kühlschrank holen, MHD, ja, das hängt noch bis in September rein. Da wird sich schon so der ein oder andere Hangover noch finden, bei dem er das gut zum Einsatz bringen kann. Und dann werde ich vielleicht nochmal neu berichten. Von mir soll es das heute gewesen sein zum Polish Beer Friday. Es würde mich freuen, wenn ihr nach Breslau kommt zum Wrocław Beer Festival und da nicht nur hinkommt, sondern irgendwo werden wir uns dann sicher sehen und jemand mal auf die Schulter tippt. Haben schon einige Leute von euch in Bayreuth gemacht oder auf anderen Festen, wo wir uns getroffen haben. Und ich freue mich einfach dann auch mal die Leute kennenzulernen, für die ich das hier mache. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir, am Montag, ist es ja Freitag, am Montag sehen wir uns wieder. Jetzt kommt die Kohlensäure. Oh, Entschuldigung. Am Montag sehen wir uns wieder beim nächsten Bier bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.